Guten Morgen und herzlich willkommen zu Let's Play Frostpunk! Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Einmal die Hauptmission durchgespielt, Hauptgeschichte durchgespielt. Ich denke, das ist eine lustige Sache, aber ich denke, wir wollen lieber mal ein Szenario machen, das ein bisschen was anderes ist als das, was die meisten anderen machen werden. Wenn ihr das aber trotzdem sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Und meine Güte, meine Ohren fliegen davon. Die Archen. Die klügsten Köpfe Oxfords und Cambridges wurden ausgeschickt, um Samen und Pflanzenproben von unschätzbarem Wert vor dem ewigen Winter zu retten. Werden wir in der Lage dazu sein, die Saatguteichen zu schützen? Naja, nachdem ich in dem Fall hier komplett blind reingehe, im Gegensatz zu dem anderen, bleibe ich mal bei normal. Ich bin mal gespannt. Zu viele Überstunden verursachen Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ja, aber das ist normalerweise nie ein Problem. Holzkohlenmeiler, ja, sehr, sehr nützliche Sache. Man kann die Hauptmission komplett ohne Kohleminen zum Beispiel schaffen. Die Saatgutarchen. Wir wurden auserwählt, einen unbezahlbaren Schatz zu bewachen. Die Samen und Sämlinge von Pflanzen aus aller Welt. Sie wurden in den Saatgutarchen platziert, um sie vor der Erfrierung zu bewahren. Und nun liegt es an uns, eine Stadt zu errichten, um diese wertvollen Gebäude zu schützen, bis der Winter endlich endet. Wann auch immer dies sein mag. Mein einziger Weg, dies zu tun, liegt in der Verwendung von Maschinen, die Automaton genannt werden. Die grüne Erde wird wieder auferstehen, auch wenn wir selbst es nie erleben werden. Okay, auch Automaton. Ich werde den wahrscheinlich Automaton oder was weiß ich nennen. Gut. Ja. Ach, die Musik in dem Spiel ist so gut. Das gefällt mir richtig gut, das Spiel. Hihi. Und da sehen wir unseren Generator und unsere drei... Ups. Unsere drei Saatguteichen. Genau, Sämlinge sind in den Saatguteichen. Wir müssen eine Signalstation errichten. Ja. Okay, jetzt Schritt Nummer 1, pausieren. Zweiter Schritt, Gesetzesbuch. Anpassung. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Typischerweise eine der ersten Sachen, die ich mache, ist, wenn bei dem anderen Kinder auf in Schutz nehmen und dann Kinder zu Ingenieurs helfen, um zu funktionieren, dass ich meine Forschung recht durchbekomme. Und ja, ich habe, bevor der Sturm angefangen hatte, in dem anderen komplett alles erforscht gehabt. Das war lustig. Aber nachdem wir das hier nicht als Option haben, Krankheiten haben wir noch nicht, Tote haben wir auch noch nicht. Im Moment haben wir auch noch genug zu essen. Wir brauchen auch keine Zufriedenheit im Moment oder müssen nicht Unzufriedenheit loswerden. Deshalb würde ich fast sagen, Notfallschicht. Warum? Recht einfacher Grund. Ich will die verlängerten Schichten haben. Die sind relativ notwendig für die Sachen, die ich später brauche. Okay, wir können mal anschauen. Wir haben die erste Mission. Beschützt die Sämlinge. Wir müssen sicherstellen, dass die Saatguteichen nicht erfrieren. Alle Sämlinge und viele der tropischen Samen sind sehr kälteempfindlich. Wenn die Temperatur in einer der Saatguteichen zu lang unterkühlt fallen sollte, werden ihre wertvollen Inhalte irreversibel beschädigt. Ja, okay. Wir sehen, der Generator ist aus. Und wir starten mit einem... Mit einem Automaton. Das ist interessant. Gut. Wir haben 45 Leute, die im Moment keine Häuser haben. Und wir haben keine Kohle, der Generator läuft nicht. Wir brauchen natürlich auch verschiedenste andere Sachen. Typischerweise das erste, was sich lohnt, sind Sammelstellen. Eins, haben wir hier auch mehrere Ressourcen? Da haben wir mehrere Ressourcen. Okay. Dementsprechend werde ich jetzt das hier hin verbinden und den werde ich jetzt einfach mal... ich habe nicht genug Holz. Naja, das ist trotzdem okay. Die werden das für mich bauen. Und in der Zwischenzeit, Automaton, du nimmst mal diese Arbeit ab. Damit produzieren wir... Damit muss ich da nicht die Leute in der Eiseskälte arbeiten lassen. Nur eine Kältestufe, das ist ja harmlos. Da brauche ich ja noch nicht mal ordentlich irgendwas zu machen. Wird da irgendwo auch noch mal was gebaut? Ich hoffe doch sehr. Sehr schön. Sobald das so der Fall ist, kann ich hier meine Leute reinsetzen. 10 Ingenieure. Ich habe nur Ingenieure, ich habe keine Arbeiter. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das sollte dann langsam reichen für eine Straße. Und dann kann ich hier auch nochmal 10 Ingenieure reinschmeißen. Und damit haben wir erstmal die ganz grobe Produktion.
Jetzt brauche ich jede Menge Häuser. Wie viel kosten die 10 Holz pro Stück? 3 kann ich schon mal bauen. 1, 2, 3. Wie praktisch, dass das so schön platziert ist. Wir brauchen, wie viel habe ich gesagt? 5? 5. 4, 5. Ja, ich weiß, dass der Generator nicht läuft. Danke. Aber wenn wir die Temperaturen anschauen, im Moment ist alles erträglich. Und dementsprechend brauche ich mir da keinen großen Kopf zu machen. Der Generator braucht am Anfang nicht zu laufen. Die Automatone, kein Auftanken möglich. Ein Automat hat aufgehört zu arbeiten, weil er nicht am Generatordampfzentrum auftanken konnte. Das wusste ich nicht. Dampfstufe 1. Wie schaut es mit der Kohleproduktion im Moment aus? Sehr gut. Okay. Das war eine Sache, die ich nicht gewusst hatte, die ich vergessen hatte. Aber ist ja okay. Das lässt sich alles beheben. Der wird wahrscheinlich dieses Ding ziemlich schnell aufbrauchen und dann hoffe ich, dass er eine von den anderen Sachen hernehmen kann. Das nächste, was ich gern hätte, wären verlängerte Schichten. Und wir haben die erste kranke Person. Automaton, du wirst stattdessen nicht demontieren, sondern ich brauche Holz. Stahl, Stahl, Holzkisten. Da. Los geht's. Ich brauche dringend Gesundheit. Ich muss jetzt aufpassen. Ich habe das nämlich auf Englisch durchgespielt. Die andere Mission. Und dementsprechend muss ich hier halt ein bisschen schauen. 25 Holz. Okay. Typischerweise lohnt sich das. Die werden das wahrscheinlich gleich bauen. Und dann dürfte ich die Gesundheitssache auch in den Griff bekommen. Die Krankheitssache meine ich natürlich. Im Moment werde ich wahrscheinlich mal kurz das hier machen. Automaton, du wirst wieder deine regulären Arbeiten weiterführen. Hier hätte ich natürlich auch persönlich gerne einen Außenposten. Werde ich wahrscheinlich auch einfach bauen. Rohstoffe, Sammelstelle. Sammelstelle, genau so heißt das. Die nehme ich dann hier wieder raus. Der braucht eine Straße. Die werde ich mal hier hochziehen. Und schauen wir, hier hat man sehr, sehr wenig Platz an sich. Okay. 10 Leute bitte hier rein und dann habe ich genug Platz für eine Werkstatt oder zwei. Jede Werkstatt braucht. Ah, ich hätte auch übrigens da draufklicken können auf das Symbol. Braucht 5 Ingenieure. Wir haben 10 Leute übrig. Das dürfte perfekt funktionieren. Und sobald wir das haben. Oh, ich weiß gar nicht, wie das bei. Anpassung. Das nächste, was ich gerne hätte, wären Kampfarenen, damit wir Unzufriedenheit loswerden können. Jetzt müssen wir noch eine bauen. Ah ja. Werde ich die direkt dran setzen? Für einen Augenblick ja. Die werde ich wahrscheinlich später umziehen, je nachdem. So, dann habe ich hier schon mal mehrere Leute. Bitte Forschung. Und zwar wahrscheinlich werde ich Dampfzentren als erstes nehmen. Wie es nützlich das sein wird, werde ich herausfinden. 5 Leute auch hier. Kampfarena gebaut. Hoffnung steigt. Bestens. Das, was wir direkt im Anschluss brauchen werden, bitte die beiden mal auf verlängerte Arbeitszeiten setzen. Das müsste dann schon funktionieren. Das dürfte ein bisschen Unzufriedenheit erhöhen, aber das ist okay. Gesundheit. Wie lange dauert denn das eigentlich? Und demnächst wird es kühl. Ah, es wird tatsächlich auf minus 30 Grad kalt. Dampfzentrum erforscht. Sehr schön. Das nächste, was ich gerne hätte, wäre. Ich habe keine Sachen hier. Okay. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Signalstation wird wahrscheinlich das nächste sein. Nur damit ich sicher gehen kann. Die hier sind im Moment erträglich. Die dürfen nicht unterkühl werden für eine längere Zeit. Und dann kann ich nur sicherheitshalber theoretisch Dampfstationen jeweils hinstellen. Ich denke, das dürfte dann relativ passen. Oh, die andere Sache, die ich dringend machen sollte, ist Nahrungsmittel. Nahrungsmittel sollte ich mich ehrlich gesagt richtig schnell drum kümmern. Ja. Ist der Automaton demnächst fertig? Ja, sehr schön. Signalstation ist erforscht. Bestens. Dann werde ich auch gleich eine aufstellen. Ich werde die mal hier möglichst weit wegsetzen.
Und dann schauen wir, was wir als nächstes haben wollen. Wahrscheinlich die Reißbretter. Bisschen die Forschung vorantreiben ist oftmals sehr, 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 sehr nützlich. Wetteränderung, ja. Kohlehaufen erschöpft. Okay. Hab ich noch. Das heißt, der Automaton müsste jetzt wieder frei sein. Die Sachen sind da drin. Dann darf der Automaton das mal übernehmen. Und jetzt nehme ich fünf Ingenieure hierher ein, die bitte mir Sachen kochen. Der Vorteil ist, da die Sammelstelle läuft jetzt 24 Stunden am Tag. Signalstation! Okay, wir haben verlassene Vorräte in der Nähe. Kann ich? Ja, ich kann hier tatsächlich auch Ingenieure für hernehmen und wir werden die auch gleich einsetzen und losschicken. Was haben wir hier für eine Sache? Sturm im Horizont. Durch die Funktion der Signalstation können wir klar erkennen, wie sich der Sturm von Süden aus nähert. Auch wenn er noch immer ein ganzes Stück entfernt ist, sollten wir ihn ganz genau im Auge behalten und die entsprechenden Infrastrukturen herrichten, sodass die Eichen bereit werden, wenn es soweit ist. Okay. Rausscrollen. Ah! Hier gibt es auch so einen Sturm. Gut zu wissen. Ich bin mal gespannt. Ich vermute, dass wir dafür jeweils eine von den Dampfzentren nehmen werden. Ich kann nur ein Dampfzentrum machen. Ach, weil die Stahl kosten. Aus. Die haben Stahl. Ja. An. Maximieren bitte. Ist das alles an Stahl, was ich habe? Nein, hier habe ich. Doch, das ist alles an Stahl. Das heißt, ich muss ein bisschen schauen, dass das eine der nächsten Sachen sein wird, die ich brauche. Die andere Option ist, nachdem ich Stahl im Moment nicht kritisch brauche, dass ich stattdessen das hier mit dem Automaton belege. Ja, das mache ich auch. Ich brauche jetzt Lebensmittel und nicht später. Und dann mache ich das auf die Variante. Meine Späher sind unterwegs und ich würde sagen, im Moment läuft doch alles bestens. Ja, jetzt dürften hoffentlich. Was macht der im Moment? Heavy Greenlander. Ach, der baut was oder was? Die bauen hier Sachen. Es wird kälter. Okay, die Lagerhäuser haben jeweils eine Temperatur von kühl. Wahrscheinlich. Oh, ich muss auf den aufpassen. Der ist sehr weit außen, da werde ich wahrscheinlich drauf achten müssen. Im Moment glaube ich, dass es noch nicht notwendig ist, tatsächlich das Ding hier am Laufen zu halten. Bitte ausschalten. Reißbretter erforscht. Sehr gut. Damit können wir Generatorreichweite erforschen als nächstes. Nein, ich brauche Stahl. Rohstoffe, Stahlwerk, denke ich. Ich muss nur das wieder abbrechen. Baracken sind schön und gut, aber ich glaube, für einen Augenblick brauche ich Stahlwerk. Okay, ja, genau. Hier muss ich dann auch drauf aufpassen, dass ich mir dann die nächsten Sachen hole. Stahl ist uns ausgegangen. Ja, das weiß ich. Das ist aber okay. Wir können die nächste Anpassungssache machen. Suppe ist eine gute Idee. Wir haben im Moment einen recht starken Mangel an Lebensmitteln. Dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht schlecht. Dampfzentrum nach hier außen. Ich weiß, dass der Stahl schon wieder weg ist. Das ist kein Problem. Stahlwerk wurde erforscht bestens. Mauerbohrer braucht Stahl. Rohstoffe, Stahlwerk. Wo kommen die hin? Ah, hier hinten. Typischerweise lege ich die immer mit recht hohen Prioritäten an. Die haben alle Hunger, aber das ist alles kein Problem. Okay, wir haben keine Lebensmittel mehr. Dementsprechend werde ich den Automaton hier ausschalten. Wir brauchen wahrscheinlich wieder Technologie. 10 habe ich nicht von denen. Kohlegenerator wird wahrscheinlich die nächste Sache sein. Und dann.
Ah, hier ist jede Menge Holz, das man auch ohne Mauerbohrer kriegen kann. Die Frage ist, gibt es hier überhaupt Mauern zum Bohren? Wahrscheinlich schon. Die Mauer ist angekommen. Wiederentdeckter Schatz. Was haben wir? Eisfallmine oder kaputte Automaton? Ich würde den wahrscheinlich nehmen. Und schauen, ob ich den reparieren kann oder auseinandernehmen kann. Eins von beiden, hoffe ich. Gut, wir haben noch eine gemütliche Zeit. Lebensmittel, wie auch immer. Sowas in die Richtung. Was haben wir hier? Eichen könnten erfrieren. Mit Heizkörpern oder Dampfzentren? Heizkörper ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Idee. Das sollte ich vielleicht sogar machen. Das ist ein bisschen einfacher. Das kostet mich nämlich nur ein Kohle pro Tag. Das ist wahrscheinlich wirklich keine schlechte Idee. Halt, die dürfen schon 24 Stunden laufen, aber der darf aus sein. Dann muss ich die nur dringend erforschen. Gut, die essen alle bestens. Was haben wir sonst noch? Haben wir inzwischen genügend Materialien für irgendwas Sinnvolles? Ah, ich könnte hier mehrere Leute brauchen. Ich habe im Moment einen Automaton, der nichts macht. Dann würde ich fast sagen, das lohnt sich doch, den hierher zu nehmen. Im Moment könnte ich auch eine Sammelstelle noch an diesen Bereich ersetzen. Warum baut man übrigens Sammelstellen? Hat einen recht einfachen Grund. Jede Sammelstelle ist wärmer, als wenn man die Haufen direkt abbaut. Okay, der hat was zu tun. Zur Stadt senden. Sehr gut, was haben wir hier? Verlassene Dreadnought. Haben wir irgendwelche wichtigen Ressourcen? Nicht, dass ich wüsste. Ich hoffe, dass ihr das problemlos übersteht. Muss mal ein bisschen schauen. Im Notfall verlieren wir mal jemanden. Kohlegenerator wurde erforscht. Okay. Heizung. Heizkörper. Kohlegenerator hat den Vorteil, dass ich theoretisch den in die Nähe von einer Sammelstation wie dieser hier stellen kann. Und dann kann ich die Sammelstation weiter nutzen. Oh, ich kann ein neues Gesetz erlassen. Das ist alles so ein bisschen leise im Vergleich. Das Wirtshaus wird das nächste sein. Und zwar hätte ich das gerne schön hier weit außen. Genau. Ich hoffe natürlich, dass wir noch richtig schön viele Sachen bekommen. Gut, der baut richtig schön Stahl für mich ab. Das ist sehr schön. Heizkörper, bestens. Damit kann ich die beheizen, sobald es kühler wird. Was in einem Tag der Fall sein wird. Bis dahin können wir. Was wird das nächste sein, was ich gerne hätte? Wahrscheinlich ein Mauerbohrer. Die Frage ist, haben wir Mauerbohrerplatz? Gib mir mal Kampfarena oder sowas. Das ist ein Stahlspot. Das ist ein Holzspot. Ja, ich habe einen. Das ist zwar nicht nur einer, aber die Haare sind, denke ich, nicht schlecht. Wir brauchen halt einen Dampfkern, was ein bisschen schade ist, aber nicht dramatisch. Okay, es wird demnächst kurzzeitig richtig kalt. Holzkisten sind erschöpft. Okay, da ist aber noch immer was zu erledigen. Das ist gut. Sonst hätte ich jetzt schauen müssen, was ich mit meinen Leuten mache. Haha, nicht zu dramatisch. Okay, Mauerbruch erforscht. Bitte einen von denen platzieren. Das hier bitte. Wie viele Ressourcen hat der eigentlich drauf? Auf wie viele Ressourcen hat der Zugriff? Ich weiß, dass ich einen Dampfkern verbraucht habe. Die sind im Normalfall recht okay. Späher sind angekommen. Rohstoffe nehmen. Sehr schön. Und jetzt bitte zurückkehren. Ich brauche die Leute lebendig. Hier hätte ich Leute, die ich brauchen können. Fabrikpläne. Eine Fabrik ist cool. Die braucht normalerweise ein Level 3 Forschung. Nein, Level 2 Forschung. Und dann kann man Automatons bauen. Und man braucht einen Steam Core für jeden von denen. Einen Dampfkern. Genau, so heißen die auf Deutsch. Das ist schön. Die brauchen natürlich auch 100 Holz und 100 Stahl. Hier den werde ich wahrscheinlich dann powern, sobald das aufgebraucht ist.
Das ist sehr gut. Meine Kohle geht sehr, sehr schnell zur Neige. Das ist ungünstig. Wie schaut es hier aus? Verbrauch ist deutlich höher als die Produktion. Warum das? Was verbraucht denn im Moment so viel Kohle? Nur der Generator? Das ist aber ungünstig für mich. Da muss ich mich dringend drum kümmern. Bitte kümmer du dich mal da drum, Automaton. Sonst geht mir noch die Kohle aus und das wäre sehr, 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 sehr ungünstig. Genau, die sagen Sämling in Gefahr. Ja, das heißt, ich muss halt auf jeden von denen die Wärmestellen einschalten. Dürfte an sich kein Problem sein. Wie gesagt, der einzige Nachteil ist, ach, der muss auftanken. Gut, der hat immerhin die Station in der Nähe. So, produzieren wir jetzt wieder mehr? Ja, jetzt produzieren wir mehr. Gut, alle möglichen Sachen sind erschöpft. Und das ist nicht, ist zwar nicht ideal, aber es passt. Schnaps ist das nächste. Nicht Friedhof, Schnaps. Danke für den Schnaps. Damit sind die Suppen kein Problem mehr. Wir haben noch genügend Essensration, dass ich mir theoretisch das sparen kann. Ich hätte Kohlegenerator, Sägewerk, Stahl habe ich. Ich bräuchte. Vielleicht hole ich mir tatsächlich den Treibbau langsam. Ja, die werden ganz bestimmt nur in Maßen arbeiten. Die können im Moment hier nicht mehr arbeiten. Ach halt, das passt schon. Die sind okay. Der hier darf abgebaut werden. 28 pro Stunde. Und dann dürfte das hier, da müssen wir gleich mal schauen, was wünschen Sie sich? Das ist okay. Lass die Einwohner ausruhen, kein Problem, wie gesagt. Wie viel produzieren die 28 pro Stunde? Wie viel sammeln die? Die sind so erfolgreich zurückgekehrt, sehr schön. 9,6, selbst das ist noch zu viel. 16. Wow, da kann ich ja direkt noch mehr von den Sammelstellen bauen. Ich glaube, bis zu 4 kann man dafür nehmen. Ich müsste da die Forschung verbessern, wenn die zur Verfügung ist. Okay, Scouts. Geh mal bitte da raus. Das nächste, was ich gerne hätte, wäre Technologie, eine Fabrik. Die darf auch schön weit hier außen sein. Die hat bereits die entsprechenden Sachen, das ist bestens. Ja, der Mauerbohrer ist okay. Ja, mir fehlen viel zu viele Hände. Überall fehlen mir Leute. Treibhaus erforscht. Bestens. Rohstoffe. Schneller sammeln, bitte. Das ist notwendig, sonst verbrauche ich zu viele Leute bei den Kohlefördergeneratoren. Automaton erreicht Stadt. Danke. Perfekt. Du wirst sofort hier arbeiten. So, die anderen dürften wahrscheinlich dann fleißig arbeiten. Das dürfte dann auch passen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, der produziert ganz chillig seine Kohle. Den werde ich natürlich später auch irgendwo anders hin platzieren. Sehr schön. Was können wir kaufen, bauen? Ach ja, Lebensmittel. Wird langsam auch notwendig. Ich weiß, dass ich dadurch Sachen verlieren werde. Oh, das ist zu kalt. Naja, den kann ich bestimmt ein bisschen aufwärmen. Was haben wir hier? Die Fabrik. Okay, da brauche ich dringend Mitarbeiter. Die sollten geheizt sein. Wobei das nicht notwendig. Und
Ich baue einfach mal zwei Automatone. Zwei Automata, das dürfte dann funktionieren. Und dann schauen wir, was passiert. Wir haben leider sehr, sehr wenige Ingenieure im Moment frei. Ansonsten würde ich wahrscheinlich noch mehr Forschung bauen. Wir haben zu wenig Krankenhausplätze. Gesundheit, Sanitärstation. Ich platziere noch mal eine. Minus 39 Grad, sehr schön. Dann kann ich jetzt demnächst, glaube ich, bei denen die alle wieder ausschalten. Die überleben minus 30 Grad, die Saatgutarchen. Zumindest für eine Weile. Dann schauen wir mal, wie schaut es mit dem Sturm aus. Okay, Sturm scheint noch kein Problem zu sein. Oh, die Späher sind irgendwo angekommen. Kohle und Stahl gibt's. Rohstoffe nehmen. Sehr schön. Was haben wir hier? Felsformation. Höhle. Sehr gut. Alles in Ordnung. Ja, okay. So. Oh, da fällt mir auf, Wirtshaus. Das war die Sache hier. Da brauchen wir Leute, Mitarbeiter, irgendwie sowas. Wo bekomme ich Mitarbeiter her? Ah, sehr schön. Mehr Hoffnung für uns, weniger Unzufriedenheit. Und die Fabrik sollte dann auch funktionieren, denke ich. Eisenfallmine, genau das haben wir gerade eben erledigt. Wie viel sind da noch drin? Schneller sammeln. Gut. Ich hoffe, dass das jetzt dadurch hier ein bisschen besser ist. 24 pro Stunde. Ich brauche hier mehr Mitarbeiter. 22. Ah ja, perfekt. Grundlagenforschung. Ja, Ingenieur, danke. Du darfst gerne einmal aussetzen. Kohlemeiler ist cool, aber im Moment nicht notwendig. Generator Reichweite oder Leistung? Wie schaut's denn aus? Reichweite wäre nicht schlecht. Mehr Speer ist aber, glaube ich, immer sinnvoll. Ich finde es interessant, dass ich hier nur mit Ingenieuren arbeite. Rohstoffsammelquelle erschöpft. Sehr schön, dann darf das abgebaut werden. Und stattdessen dürfen die Mitarbeiter dann hier im Treibhaus anfangen. Wir brauchen langsam nämlich Lebensmittel. Auch wenn es nicht viel ist, was wir bekommen, wir können theoretisch dann auch einen Automaton dazu verwenden. Warum wird da eigentlich nicht mitgearbeitet? Vielleicht nehme ich tatsächlich hier. Wo nehme ich denn da Leute am besten raus? Wahrscheinlich so. Ich brauche dringend diese Automatone. Vor allem, wenn ich demnächst noch mehr Späher haben werde. Neue Anpassungssache gibt's für mich. Freudenhaus, Duellgesetz. Im Normalfall gehe ich auf Lebenserhaltung. Aber nachdem ich bin, gibt es hier unter Forschung dieses Mal überhaupt? Ja, gibt Krankenhaus, kann ich auch bauen, dann werde ich das machen. Anpassung, Lebenserhaltung unterzeichnen. Ja, ich weiß, dass man ein Krankenhaus braucht, aber das ist okay. Sehr schön. Wir haben das erste Rohnahrung wieder. Was haben wir hier? Ein Automaton ist aus. Dann darf der jetzt hier übernehmen. Und die dürfen dort übernehmen. Kohle ist auch voll. Dann sollte ich wahrscheinlich bald mal tatsächlich ein bisschen Rohstoffdepots anlegen. Irgendwie so in dem Dreh. Straßen. Hierhin. Mehr Speed. Ich brauche Holz. Ah, jetzt habe ich mein ganzes Holz verbraucht. Das war auch wieder brillant. Automaton da aus. Bitte nach hier drüben.
Ich brauche schließlich noch Holz. Okay, es ist wieder Arbeitszeit. Ach, der baut. Ja, natürlich, die dürfen hier bauen. Weil, ja, macht Sinn. Wenn die davon ausgehen, dass die Leute hier nicht überleben, dann wäre das ja blöd, wenn die nicht bauen könnten. Was haben wir hier? Ja, der Holzautomaton wird nicht arbeiten. Mehr Späher erforscht. Sehr gut. Kann ich irgendwo fünf Leute abzweigen? Wahrscheinlichkeit ist nein. Aber ich werde es trotzdem tun. Weiterer Späher braucht aber 40 von denen. Was ist das Problem? Ach, der hat kein Holz. Späher hat irgendwas erreicht. Erforschen. Rohstoffe nehmen. Bitte zurückkehren. Die Rohstoffe sind im Moment kritisch notwendig. Was ist das Wichtigste? Kohle im Moment. Kohle. Kohle. Ich habe weder Eisen noch Stahl. Das ist beides doof. Das heißt, ich muss dringend schauen, dass ich meine Automata zusammenbekomme. Genau, das ist alles in Ordnung. Das hat 18 Tage Zeit. Kein Problem für mich. Was können wir hier machen? Pflegeheim. Wäre eine lustige Sache und Prosthetik. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich baue jetzt erstmal einen Friedhof. Nicht, dass der im Moment notwendig ist, aber damit habe ich den schon mal irgendwo verbaut. Späher sind wieder in der Stadt. Perfekt. Wird im Moment geforscht? Nein, wird nicht. Ich will aber nur Holz ausgeben, im Idealfall. Das ist eigentlich auch okay. Ihr geht zur Felsformation. Kann ich hier noch einen weiteren bauen? Nein, ich habe keine Ingenieure mehr. Die muss ich erst wieder abzweigen. Das braucht Holz. Holz habe ich genug. Ihr geht bitte zum aufgewühlten Feld. So, und ich würde sagen, das war's dann für die Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß hier und bye bye.